So, dann kommen wir zum DisplayPort DP. Ich habe gerade mal geschaut, DVI konnte eine Auflösung, ja, konnte eine Auflösung 2560 mal 1600 Pixel. Das ist die Grenze. Und man hat da eine Nachfolge gebraucht. Jetzt denkt sich der eine, okay, ist ja klar, nach DVI kam HDMI, aber man muss berücksichtigen, HDMI ist eine Geschichte aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik. Und Unterhaltungselektronik und ich sag mal, Computertechnik läuft immer so ein bisschen parallel, aber nie identisch. Sie finden zwar an einem PC, einer Grafikkarte oder auch am Notebook durchaus einen HDMI-Ausgang, aber eigentlich ist der DisplayPort die bevorzugte Ausgabeschnittstelle für einen PC. Und deshalb ist der eigentliche Nachfolger von DVI der DisplayPort. So, und wir haben hier, wir können hier eine Auflösung fahren von, es geht bestimmt auch mehr in Ausnahmefällen, aber das ist das, was momentan so in der Praxis möglich ist, von 5120 mal 2880. Das ist das, was man als 5K bezeichnet. Es gibt auch inzwischen Auflösungen für 8K, aber das ist, die Geräte kriegt man so im Normalfall ja nicht zu kaufen. Also da muss man schon viel legen.